So Leute, heute bereiten wir richtig lecker Fisch zu. Heute grillen wir Fisch in der Folie und das super lecker. Dafür benötigen wir Fisch wie zum Beispiel Buntbarsch oder Lachs. Ich habe hier jetzt Marlin, also Sperrfisch, weil ich mal was Neues ausprobieren wollte. Es ist nur wichtig, dass ihr einen Fisch nimmt, der ohne Haut ist, da die Haut bei dieser Methode nicht knusprig wird und Fischhaut, wenn ihr sie zubereitet, muss immer knusprig sein, ansonsten bockt das nicht. Des Weiteren brauchen wir heute Tomatenwürfel, eine gepellte Zwiebel, eine gepellte Knoblauchzehe, Kräuter, je nach Belieben. Ich habe hier jetzt Thymian, Rosmarin und Salbei. Zitronenscheiben. Butter. Salz. Pfeffer. Und Olivenöl. Als erstes würfelt ihr die Zwiebel. Das macht ihr wie folgt: halbieren, Strung raus. So, feine Streifen schneiden. Dann zweimal in der Mitte einschneiden. So, Endstück kann weg. Andere Hälfte das gleiche. Zweimal einschneiden. So. Knoblauchzehe halbiert ihr einmal. Dann schneidet sie in halbe Ringe, also halbe Streifen. So, das Ganze mischt ihr jetzt. Zwiebel und Knoblauch schön mischen und in eine extra Schale. So, dann mischt ihr das Ganze mit Olivenöl. Schönen Schuss drüber. So, und vermengt das Ganze. Das sieht dann so aus. Diese Komponente ist jetzt fertig. Dann geht es an die Tomatenwürfel. Ihr viertelt eine Tomate, schneidet das Kerngehäuse raus. Schneidet die Tomate in Streifen. Und die Streifen in Würfel. Klack. So, dann tupft ihr den Fisch trocken. Weil wir wollen kein Auftauwasser oder irgendwelche Feuchtigkeit zusätzlich jetzt in der Alufolie haben. Dann nehmt ihr euch ein Stück Alufolie. Darauf verteilt ihr je 1-2 Löffel von der Zwiebel-Knoblauch-Mischung mit dem Öl. Viele machen den Fehler, dass sie den Fisch direkt auf die Alufolie legen beim Grillen. Das Problem ist, dann brät er einfach manchmal fest oder brennt an. Finde ich, dass es so die bessere Methode ist. So, dann nehmt ihr ein Stück Fisch, legt es da drauf. Dann die Tomatenwürfel.
Pfeffer. Salz. So, und dann die Kräuter. Je ein Zweig Thymian, ein Zweig Rosmarin, ein Blättchen Salbei. So. Dann nehmt ihr euch ein Stück Butter, kleines Stückchen, schön damit drauf. Fisch und Butter gehört einfach zusammen. Dann nehmt euch eine Scheibe Zitrone, auch noch mit oben drauf. Oh, und das wird richtig geil. Das Ganze nehmt ihr jetzt in der Mitte zusammen. Knobelt das oben so zusammen, wie ein Bonbon. An den Seiten macht das jetzt zusammen, dreht eine leichte Drehung, macht die Alufolie aber nicht kaputt. So. Schön dicht zumachen. Zack. Noch eine Sache zum frischen Fisch. Wenn ihr frischen Fisch an der See bekommen könnt, ist schön. Weiter im Land ist das Problem der Fisch, der oft als frisch deklariert ist, ist oft schon mehrere Tage alt und liegt auf Eis. Deshalb könnt ihr im Land auch gut gefrorenen Fisch verwenden. Der ist qualitativ auch nicht schlecht, wird nach dem Fang direkt schockgefroren. Wenn ihr den gefrorenen Fisch auftaut, nehmt ein Abtropfsieb und macht es im Kühlschrank. Schön langsam auftauen. Für den spontanen, wenn ihr schon schnell auftauen wollt, nehmt euch einen Beutel für den gefrorenen Fisch und schmeißt das Ganze in kaltes Wasser. Dadurch taut das dann in etwa in einer halben Stunde bis Stunde auf. Yeah, that's it.